Wartet nur ab, wenn ich euch hier zur Seite holen kann. Ich hab noch Kinderpinguin im Kühlschrank, könnt ihr. Fahrt doch mal schneller, ich will euch hier am Arsch kriegen. Aber cool. Macht irgendwie Spaß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, Officer. Hallo, Gregor. Sam's Kitchen. Okay. Sind die ganzen Umweltsünden, da kommt der. Da habe ich gar nicht lang. Gehen wir hier eben halt durch. Durch ein Zimmer. Ja, nehmt euch ein Zimmer. Was? Halt, stopp! Was war das? Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Siebenundzwanzigster fünfter dreiundzwanzig. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Dein Anwalt kann auch gerne mal eine Rechnung von mir kriegen. Hast du ja Glück, 25, ne? Bis jetzt halten sich aber wirklich hier an die Tempoanzahl, ne? Du kleine Drecksau vor mir, ne? Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Die wirft da einfach vor bitte mir. Sehr, Officer. Jensen. Einfach die Dose auf den Boden werfen. Deine Organe gehören mir. Nimm deine Leber und dein Herz. Und den Rest mal gucken. Das ist schon echt frech. Das ist sehr frech. Ich mache auch keine mündliche Verwarnungen, ne? Die kriegen alle Strafzettel. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld. Dann überleg dir vorher, was du machst. Dich zu beseitigen wird auch viel Geld kosten. Vor allen Dingen deine Organe zu entnehmen. Das wird auch eine Sauerei werden. Dreckknast. Ja. Sowas von. Hi. Hi.
Ich sehe doch das Rote hier schon. Das ist ja... Alles klar, hier macht das. Haben diese Fixierung auf Organe? Weil die Geld einbringen. Darf der hier nicht, der darf hier auch nicht parken, oder? Besondere Haltezone. Feuerhydrant. Ja! 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 Abschleppen? Muss man die auch abschleppen? Ich habe keine Ahnung. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Dachte, Straft. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten. Ich habe Müll gehört. Ich habe es gehört. Irgendjemand hat Müll weggeworfen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Noon und PM. Ist das jetzt legitim? Okay, ja, okay. Ich weiß jetzt kein AM oder... Wir haben jetzt... Egal, ich habe keine Ahnung. 12 ist nun, ist 12 Uhr Mittag. Ja, mit diesen amerikanischen Zeilen habe ich keine Ahnung. Ich bin immer wieder verwirrt. Wait a minute. Wer ist jetzt hier falsch? Die sind ja alle irgendwie. Warte. Der hier, oder? Alle falsch hier. Da drüben ist auch einer. Holz, wenn ich jetzt unterwegs sein werde draußen, werde ich jetzt auch auf sowas achten. Ganz schlimm. Ah, du kriegst trotzdem Strafzettel. Am schlimmsten finde ich, dass es von 11 am auf 12 pm springt. Ja, alle hier. Wo? Ich hab's hier hinten gehört, aber hier ist keiner. August 23. Was? Räume den Unfallstelle auf und schreibe einen Bericht. Ach, noch ein Unfall? Was? Wo? In Chester. Was? Wo denn?
Das sehe ich jetzt nicht. Ja, Chloe, ist ja klar, dass du was anderes verstehst, du Alkoholikerin. Oh, den hatte ich schon. Upsala. Hallo, Tor. Machen wir bei Chloe einen Alkoholtest. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Promille da dann angezeigt werden. Hallo, Peter. Schöner Park hier. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Verdächtigen. Ich muss noch jemanden schnappen, der zu schnell fährt. Die läuft zu schnell. Über die Straße. Halt, stopp. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Oha, oha. Behalte deine Intuitionsnachrichten im Auge. Du darfst jetzt sie und ihr Fahrzeug durchsuchen. Welches Fahrzeug? Weil Intuition mal gestohlene Personalausweis erhalten hast. Aha. Oha. Ich werde sie jetzt abtasten und durchsuchen. Umwelt. Was ist denn jetzt da? Soll ich hier jetzt die Handschellen anlegen? Sie sind festgenommen, da Sie einen gestohlenen Personalausweis mitführen. Bitte, tun Sie das nicht. Doch, ich tue das jetzt. Du wirst jetzt eingekerkert. Lass die Seife nicht fallen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Officer? Ich habe in der Nähe geparkt und bin gleich bei Ihnen. Du kriegst jetzt auch noch einen Strafzettel, mein Freundchen. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu Aber Bitte kannst du nicht einfach hier parken? Man muss da mitten im Weg sein! Zu Ihren Diensten, Officer. Hallo, Fildi. Bitte lassen Sie die Frau in Ruhe. Nein, die wird jetzt verhaftet, weil die hat einen gestohlenen Personalausweis. Tschüss! Und sie wurde einfach erwischt, weil sie über die Straße gerannt ist. So schnell kann es gehen. Sie kann sich porten. Ja, die ist allgemein gruselig. Bisschen buggy, oder? Ja, das passt zu diesen Leuten hier.
Ihre Schicht ist um, Officer. Nein! Dann laufen wir jetzt ganz langsam und gemütlich zurück. Vielleicht finde ich noch einen Raser. Heute ist es warm. Ja, es geht. Kein Raser erwischt. Vielleicht erwischen wir noch einen. Wir müssen ja noch zurücklaufen. Deswegen habe ich die Polizeiuniform kurzärmlich. Also so geholt. Das wäre mir sonst auch zu warm. Ja. Ich hätte zwar jetzt auch ein Hemd tragen können, aber ich habe nicht so ein Blau. Die Stripper-Uniform halt. Nein! Also freut sie bestimmt. Wenn ich den Bart sehe, wird mir ganz warm. Hallo. Pizza. Cheesy Pizza. Ja, aber eine andere Polizeistation, oder? Oder irre ich mich gerade? Nee, ist eine andere. Aber gleich aufgebaut. Wo ist jetzt mein Schreibtisch? Ja, hier. Hallo, PC? Oh nein, ihr seht mich heute alle mit diesem schrecklichen Schnurrbart. Du hast Unfälle von Streifenwagen freigeschaltet. Verwalte deine eigenen Verkehrsunfälle, die mit deinen Streifenwagen verursacht werden. Ich hab doch gar keinen! Dein erster Wagen. Ich hab ein Auto! Oh. Toll, ich und ein Auto hier. So. Das heißt, es werden sehr viele Unfälle passieren. Das wird lustig. Du hast das Fahrzeug freigeschaltet und kannst jetzt Fahrzeugstreife spielen. Bei Fahrzeugstreife kannst du einfach in deinem zugewiesenen Einsatzgebiet fahren. Willkommen in Historic Downtown. Wir haben anderen Autos. Wo bin ich jetzt? Ach so, ich bin jetzt in dem Gebiet. Es ist größer hier. Es werden sehr viele Unfälle passieren. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Wo sind die Autos jetzt? Hier stehen keine. Wo sind unsere Einsatzwagen? Du hast eine Fußmission ausgewählt. Ach so. Ja, na dann. Es ist alles durcheinander. Ich muss es erst noch lernen. Aber vielleicht kriege ich diesmal meinen Falsch-Dingsbums-Mann. Schweinebärmann. Hier, Radarpistole. Wenn einer zu schnell fährt. War schon knapp, mein Freundchen. Geht's euch so? Ganz okay?
Es ist nur sehr warm unter diesem Schnurrbart. Das Spiel sieht ganz cool aus. Das ist sehr detailliert sogar. Also du kannst hier wirklich für jede Kleinigkeit irgendwas an Strafen verteilen. Und das ist schon sehr, sehr genau, das Spiel. Ich wollte eigentlich nur Blödsinn machen. Ich bin voll überfordert. Hast du aus Versehen schon Leute erschossen? Nee, aber ich habe schon eine Person mit einer Waffe bedroht. Das hat Minuspunkte gegeben, aber naja. Da war nur aus Versehen. Ich wollte nur mal testen, ob das geht. Und wer, was parkt der hier so? Was ist das hier? Alter, nee. Nee. Position, du bist auf einem Bürgersteig drauf. Da steht minus 5. Also zählt das nicht. Das habe ich noch nicht verstanden. Aber hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Einmal weg damit. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. Aha. 21. Naja. Ah, nur 35. Mach doch 36. Kann ich das... Wie mache ich denn das eigentlich? Ich will ein sehr lautes Auto hier rumfahren. Oh, cool. Also so funktioniert es. Ist gut, dass ich das mal austeste. Ich will auch so ein Gerät haben. So ruhig das Viertel hier. Ah, hier sind Parkplätze. Aber dann gucke ich hier mal trotzdem. Vielleicht erwische ich den ja trotzdem. Mit etwas. Ah, schade. Sind jetzt meine Funkeinsätze aktiviert oder nicht? Funkeinsätze aktiviert. Das ist sehr verwirrend irgendwie. Also Leute abknallen. Könnte ich bestimmt, aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Absolut, Testen auch zu einem Auto gehen und dann immer denken, ah schade, will sie ein gültiges Ticket sehen. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich spiele das gerade und irgendwie will ich Sachen finden, weil ich dann Sachen zu tun habe und schon komisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das wirklich erhofft, dass man was findet. So habe ich vorher nicht gedacht, seit ich das Spiel spiele schon. Ich gucke jetzt sehr genau auf die Autos und auf die Führerscheine und alles. Was ist das da? Siehst du, das meine ich. Das hier ist aber kein Parkplatz, mein Freund. Was ist denn das hier? Was soll das? Dann mal abschleppen, die Scheiße. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Ihr macht das jetzt? Sage mal. Könnten da bestimmt Raser sein. Ah, das ist scheiße. Ich will irgendeinen Raser ertappen. Nein, darf ich hier nicht durch? Was soll das? Ich muss mir mal eine Markierung machen. Ich bin gerade ein bisschen zu
Ja. Zu sehr am Rand. Weise Faulenzer. Im Kofferraum ist bestimmt Koks. Ich habe vorhin einen Kofferraum bei einer Unfallstelle untersucht und da war eine Gurke drin. Einfach eine Gurke. Wolltest du gerade erschießen? Nein, wollte ich nicht. Bin voll lieb. Räume die Unfallstelle und schreibe einen Bericht. Wo ist die Unfallstelle? Was? Wo? Wie mach... In Jefferson. Jefferson? Jefferson. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wähle ich das aus? Alter, Reno, ich hab's doch erst gespielt. Ich wechsle doch nicht so schnell das Spiel. Keine Ahnung. Hohe Stimme mache ich gleich. Ich muss gerade mal gucken. Vorhin wurde mir das aber angezeigt. Ich bin gerade verwirrt. Jefferson. Was ist das hier? Ich habe mein Ziel erreicht. Hi. Hi. Oh, was ist denn da los? Oh nein! Ich stehe schon da. Ich muss jetzt 2 Minuten so reden. Es tut mir sehr leid. Ich stehe die ganze Zeit daneben. Wo muss ich hin? Und die verbluten hier? Naja, das ist... Hallöchen, ich mache erstmal Fotos von euch. Das ist der Unfall. Naja, warte mal. Macht eine schöne Pose. Lächelt mal ein bisschen. Die wollen nicht lächeln. Okay, dann halt nicht. Könnt ihr reden? Hallo? Ich rufe den Rettungswagen. Ich habe hier eine verletzte Person. Rettungswagen erbeten. Beeilen Sie sich! Der Joker, er verblutet! Überfahren Sie aber nicht die anderen! Was ist passiert? Ich bin eine erfahrene Fahrerin und ganz normal gefahren, Officer. Ja, na klar, würde ich jetzt auch behaupten. Machen wir erstmal einen Test wegen Alkohol und Drogenmissbrauch, ja? Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber also, gut. Was ist... Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Zeig mal den Führerschein. Zeig mal den Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Ja, ja. Kontrollieren wir jetzt ganz genau. Also, 24 ist noch gültig. Wie heißt sie? Hiroshita Mc... Hiroshita Reed. Ja. Mhm. 18.09.23. Ein Pickup. Ja. Ja. Jetzt sehr geweitete Pupillen. Also hast du Drogentest? Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, mal schön Mund auf, mein Fräulein. Was? THC und Amphetamin. Okay, dann schauen Alter. Wir mal. Können Sie mich hören? Es tut weh, aber es geht schon. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Erstmal Handschellen. Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. 2 Minuten sind vorbei, ja, okay. Ich kann aufstehen. Ich komme mit. Besitz Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ist das Minus negativ? Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ich habe keine Ahnung. Bitte, Officer! Der hat geweitete Pupillen, ist mir egal. Ich will jetzt... Hey, wo willst du denn jetzt hin? Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Ich hab's extra für den Stream gekauft, Reno. Geht's Ihnen schlecht? Jetzt will ich schon wieder so reden. Verletzte Person, RTW erbeten. Die braucht auch eine Hilfe. Ich habe einen illegalen Gegenstand gefunden. Oh!
Springmesser. Alter! Was ist mit der Frau? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Wie geht es Ihnen, Officer? Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Ist gefährlich. Hey, hey, hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar, ich werde es versuchen. Was? Alles klar, have a nice day. Scheiße. Puh, okay, ich gehe mal zu den kann ich mit den Leuten noch reden, die gerade hier... Hallo? Die wird gerade abgeführt. Warum? So läuft das. Okay.